Willkommen zurück zum Einsamen Wolf. Ich erzähle euch wieder, wie immer, was letztes Mal passiert ist. Wir hatten uns ja den Kampfgeräuschen genähert und sind dann auch tatsächlich einem Kampf begegnet, und zwar in den Ruinen von Raumas. Da steht ein Tempelheiligtum und konnten nur beobachten, wie sämtliche Giak und andere Feinde dieses Tempelheiligtum angriffen oder das, was sich darin befand. Und haben uns der Sache dann genähert, indem wir uns dort angeschlichen haben und konnten beobachten, wie dort drin eine einzige Person kämpft. Und zwar war das Barnedon, ein Zauberlehrling aus der Magiergilde von Toran. Und der hat sich dort mit all seinen Kräften alleine gewehrt, wurde aber fast von einem Giak, der hinter ihm auf eine Säule geklettert ist, angegriffen. Wir haben diesen Giak abgefangen, dementsprechend dann auch getötet, und die anderen Feinde sind daraufhin geflohen, nachdem sie uns gesehen haben. Daraufhin haben wir mit dem Zauberlehrling gesprochen, der auch sehr jung ist, so wie wir, und der hat uns dann erzählt, woher er kommt, und hat uns den ersten speziellen Gegenstand geschenkt. Und zwar einen Kristallsternanhänger, der uns beschützen soll. Genau, das ist nämlich sein Symbol der Bruderschaft, und er meinte, in dieser Situation sind wir wie Brüder und hat uns diesen Anhänger geschenkt. Daraufhin sind wir dann weitergegangen durch den Wald und haben eine Hütte entdeckt. In diese Hütte sind wir reingegangen, dort haben wir noch eine Angelrute gefunden und ein Seil. Und jetzt hören wir Geräusche von draußen von Giak, die sich nähern. Und er hatte die Entscheidung, sollen wir uns lieber verstecken oder sollen wir aus der Hütte in den Wald fliehen? Die Mehrheit von euch war dafür, sich zu verstecken. Das heißt, dort lesen wir weiter. Der aktuelle Stand ist wieder 17 Kampfstärke, 24 Ausdauerpunkte, da wir uns mit der Heilung immer schön wieder hochheilen konnten. Wir haben immer noch unsere zwei Schwerter. Wir haben jetzt zwei Seile, drei Heiltränke, den Kai-Schlafkristall, die Angelrute, die wir gerade gefunden haben, und immer noch den Kai-Schlüssel. Haben einen Proviant dabei für schlechte Zeiten in der Wüste zum Beispiel, den Kristallsternanhänger und 10 Gold. Und lesen jetzt weiter bei 116. Du öffnest die innere Tür der Hütte und betrittst den angrenzenden Raum. Die Luft hier riecht süß und rauchig und du siehst Gestelle mit filetiertem Lachs, die über flachen Vertiefungen im Boden stehen, in denen Späne von Walnussholz und sommerländischer Eiche glimmen. Auf einem Tisch in der Nähe der Gestelle findest du einen Dolch, der zum Filetieren der Fische benutzt wurde. Wenn du eines der geräucherten Lachsfilets mitnehmen willst, notiere es als eine Mahlzeit auf deinem Aktionsblatt. Ja, das machen wir. Mahlzeiten werden hier auch separat notiert, zählen also nicht zu den 8 Gegenständen in unserem Rucksack. Und wir hatten ja gelesen, der Lachs aus der Gegend ist besonders geräuchert und filetiert, in Holmgard ganz schön viel Geld wert, deswegen nehmen wir den natürlich mit. Am anderen Ende der Räucherkammer befindet sich eine weitere, grob gefertigte Tür mit einem kleinen Gitterfenster. Als du die Kammer durchquerst und durch das schmutzige Glas spähst, siehst du 3 Giak, die auf den Vordereingang der Hütte zugehen. Du wartest, bis sie eingetreten sind, dann schlüpfst du vorsichtig zur Räucherkammer hinaus und bringst dich rasch zwischen den nahegelegenen Bäumen in Sicherheit. Lies weiter bei 86. Eilig bahnst du dir einen Weg durch die Bäume, um die Entfernung zu den Giak bei der Fischerhütte zu vergrößern. Kurze Zeit später bemerkst du, dass der Waldboden leicht abzufallen beginnt. Du suchst das dich umgebende Waldland ab und erhaschst durch die Bäume vor dir einige verlockende Blicke auf den Fluss Unoran. An der Stelle, der du dich nun näherst, ist der Fluss fast eine Meile breit. Dieser Strom ist einer der 3 großen Flüsse Sommerlunds. Die anderen beiden sind der Thor und der Eledil. Der Unoran stürzt zwischen den Gipfeln des Schrottsteingebirges herab und vereinigt sich mit dem Eledil, bevor er an der Holmbucht ins Meer mündet. Eine große Brücke wurde vor vielen hundert Jahren über dem Fluss errichtet. Und als du weiter durch die Bäume vordringst, erblickst du auch die beiden steinernen Wachtürme, die den Zugang zu diesem monumentalen Bauwerk flankieren. Im Schatten der Türme liegt ein weitläufiger Platz, der mit uralten, im Lauf der Jahre glatt geschliffenen Granitplatten gepflastert ist. Dieser Platz ist als Alema Mitra bekannt, ein Ort, an dem sich die Kaufleute häufig trafen, um Handel zu treiben.
Nun jedoch wird er für weitaus düstere Machenschaften genutzt. Die Alema Mitra wimmelt nur so von Giak und Drakarin Sturmtruppen, von Slambestien in Transportnetzen durch die Luft befördert und hier abgesetzt, marschieren die Truppen nun auf, um als Verstärkung in eine Schlacht zu ziehen, die in diesem Augenblick in der Mitte der Brücke tobt. Deiner Einschätzung nach wäre es reiner Selbstmord, die Alema Mitra zu überqueren, jetzt da sie von feindlichen Truppen besetzt ist. Andererseits ist dir auch klar, dass der Versuch, den Fluss an dieser Stelle zu durchschwimmen, ebenso geringen Erfolg verspricht, denn das Wasser ist eiskalt und du wärst den Angriffen von Kran die meiste Zeit über schutzlos ausgesetzt. Schließlich siehst du ein, dass du in dieser Richtung nicht weitergehen kannst, und so ziehst du dich wieder in den Wald zurück und machst einen weiten Bogen um die Alema Mitra. Wenn du nicht über die Kai-Disziplin Jagd verfügst, musst du jedoch zunächst eine Mahlzeit einnehmen oder dir 3 Ausdauerpunkte abziehen. Wir beherrschen die Jagd. Lies weiter bei 469. Du durchquerst ein dichtes Waldgebiet und gelangst nach kurzer Zeit an eine große Handelsstraße, die parallel zum Fluss verläuft. Mehrere Minuten lang hältst du dich im Unterholz am Straßenrand verborgen, um die Bewegung der feindlichen Truppen zu beobachten. In einiger Entfernung sind noch immer die Spitzen der Zwillingstürme des großen Brückentorhauses zu sehen. Der Umweg durch den Wald hat dich an eine Stelle geführt, die sich etwa 300 Meter stromabwärts von der Brücke befindet. Vor kurzem wurden neue Truppen auf der Alema Mitra abgesetzt und so verstärken sich nun die feindlichen Aktivitäten auf der Straße, während die Verbände sich von hier aus zum Angriff auf die Brücke formieren. Du musst ungesehen die Straße überqueren und den Fluss erreichen und es bleibt zu hoffen, dass du dort eine Möglichkeit finden wirst, ans andere Ufer zu gelangen. Geduldig wartest du auf eine Gelegenheit, über die Waldstraße in das Unterholz auf der anderen Seite zu huschen. Gerade marschiert eine schwer gerüstete Abteilung von Drakarim auf ihrem Weg zur Brücke die Straße entlang. Als die letzten an dir vorbeigezogen sind, wartest du noch einen Augenblick, dann fixierst du die Bäume auf der anderen Seite, atmest tief durch und rennst über die Straße. Ermittle eine Zufallszahl. Beherrschst du die Kai-Disziplin Jagd, darfst du 1 zu dieser Zahl addieren. Wenn du über die Kai-Disziplin Tarnung verfügst, kannst du 2 zu deinem Ergebnis hinzuzählen. Okay, Tarnung haben wir leider nicht, aber die Jagd. Wir ermitteln also eine Zufallszahl und addieren 1 dazu. Das ist eine 7. Ich denke mal, wenn man durch die Jagd einen dazu addieren kann, ist eine hohe Zahl nicht schlecht. Das heißt, wir haben eine 8. Wenn es 5 oder mehr beträgt, lies weiter bei 125. Du rennst quer über die Straße und wirfst dich zwischen den Büschen in Deckung. Als du sicher bist, dass man dich nicht entdeckt hat, verlässt du die Zollstraße und robbst zum Ufer hinunter. Hier ruhst du dich kurze Zeit zwischen den hohen Gräsern aus, die die Flussböschung säumen, und bewunderst die Pracht der Alema-Brücke. Dieser antike Viadukt über dem Fluss ist etwas mehr als eine Meile lang und besteht aus einer Reihe eleganter Steinbögen, zwischen denen in regelmäßigen Abständen mächtige Türme und gewaltige Granitpfeiler emporragen. In der Mitte der Brücke steht der Dornenstein. Seit vielen Jahrhunderten ist dieser weitläufige zentrale Pfeiler der Alema-Brücke ein Ort des Handels. Kaufleute aus Holmgard und Thorang kommen hierher, um Fisch, Holz und Erz von den Frielandern zu erwerben, jenen unbeugsamen Sommerlendingen des Westens, die in den Wäldern und Hügeln am Fuße der Schroffsteinberge ihr Auskommen finden. In diesem Augenblick tobt eine wilde Schlacht auf dem Dornenstein. Inmitten von Rauch und Flammen entdeckst du die Standarten des geflügelten Pferdes, des Wappenkronprinz Pilitas, sowie die Schlachtenbanner des zerbrochenen Schädels, die von der Vorhut des schwarzen Lords Zagana getragen werden. Vom Signal des kristallenen Leuchtfeuers alarmiert, hat der Prinz in aller Eile seine Elitetruppen zusammengerufen und ist vom Königspalast in Holmgard hierher geeilt. Die Alema-Brücke ist von hohem strategischem Wert, denn gelänge es Prinz Pelita, die Einnahme der Brücke durch die Speerspitze von Zaganas Streitmacht zu verhindern, dann wäre dem Feind der kürzeste Weg vom Schroffsteingebirge nach Holmgard verwehrt. Dies würde König Ulna 1 oder auch 2 zusätzliche Tage verschaffen, um die sommerländische Armee in Bereitschaft zu versetzen und das Reich zu verteidigen.
Du kommst zu dem Schluss, dass deine besten Überlebenschancen im Moment darin bestehen, dich dem Prinzen und seiner Leibgarde anzuschließen. Wenn es dir gelingt, die Reihen seiner Soldaten zu erreichen, würde es dir sicherlich dabei helfen, deine Mission erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Der Prinz und seine tapferen Männer sind nur eine halbe Meile weit entfernt, aber um sie zu erreichen, musst du zunächst einen Weg durch die Reihen des Feindes finden, der diese Hälfte der großen Brücke besetzt hält. Nirgendwo am Flussufer sind Boote festgemacht und das Wasser ist viel zu kalt, um darin eine Meile zum gegenüberliegenden Ufer zu schwimmen. Da dir sonst nichts anderes übrig bleibt, beschließt du dir einen Weg zu suchen, um so schnell wie möglich über die Brücke zu kommen. Durch das hohe Ufergras schleißt du stromaufwärts zum nächstgelegenen der beiden Brückentürme. Am Fuße jedes Turms befindet sich eine Eisenleiter, die zu einer Frachtluke direkt unterhalb des breiten mittleren Brückenbogens führt. Wenn es dir gelingt, eine dieser Leitern zu erklettern und dir durch die Luke Zugang zum Turm zu verschaffen, musst du nicht die belebte Zugangsrampe benutzen, wo die Ansammlung der feindlichen Truppen am größten ist. Willst du die am nächsten liegende Leiter hochklettern und versuchen, über die Ladeluke in den flussabwärts gelegenen Turm einzudringen, lies weiter bei 62. Wenn du lieber unter der Brücke durchgehen und dann die Leiter erklimmen willst, die am Fuß des flussaufwärts liegenden Turms befestigt ist, lies weiter bei 119. Diese Entscheidung werde ich jetzt noch treffen und ich entscheide mich dafür, einfach nach meinem Bauchgefühl die nächstliegende Leiter hochzuklettern, gar nicht erst unter der Brücke durchzugehen, weil vielleicht werde ich dabei schon entdeckt, und in den flussabwärts gelegenen Turm einzudringen. Und lese deswegen weiter bei 62. Als du das obere Ende der Eisenleiter erreicht hast, öffnest du die Holzluke über dir. Du steigst hinauf und gelangst in eine kahle Steinkammer, die sich unterhalb der Brückenebene des Turms befindet. Eine kleine Treppe führt hier zu einer geschlossenen Tür hinauf. Am Fuß der Treppe liegen die regungslosen Körper von 4 sommerländischen Brückenwachen. Als du ihre Leichen untersuchst, stellst du fest, dass sie schon seit einigen Stunden tot sein müssen, wahrscheinlich seit den ersten Kämpfen um diesen Turm der Alemamitra. Nachdem sie von den feindlichen Truppen erschlagen wurden, hat man die toten Soldaten von der Brücke gezerrt und zusammen mit ihren Waffen und ihrer Ausrüstung hier in diesen Lagerraum geworfen. Du findest ein Schwert, ein Breitschwert, ein Dolch und 2 Speere. Weiterhin entdeckst du genug Proviant für 2 Mahlzeiten und einen Laumspurtrank. Vielleicht ist das jetzt eine doofe Entscheidung, was ich mache, aber wir haben ja eben gelesen, diese Fische wurden zum Beispiel mit einem Dolch filetiert. Ich glaube, ich werde mein eines Schwert abgeben und das Besondere mit +1 Kampfstärke behalten und dafür den Dolch noch einpacken. Falls wir dann unser Superschwert irgendwie mal verlieren, ist das natürlich irgendwie eine doofe Sache. Aber ich möchte es trotzdem machen. Ich möchte mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Dolch mit. Der ist vielleicht für kleinere Sachen hilfreich. Okay. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich glaube, der Rucksack beinhaltet natürlich auch unsere Mahlzeiten. Das heißt, wir hätten zu viele Gegenstände. Von den 2 Seilen würde ich 1 abgeben. Und wir haben 3-mal den Heiltrank. Ich denke, darauf reicht auch weniger. Denn ich möchte unbedingt den geräucherten Lachs dabei behalten. Und wir haben auch so noch einen Proviant. Den Lachs vielleicht zum Verkaufen und das Proviant, um es selbst mal zu nutzen. Ich schaue mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann könnten wir immer noch 2 Heiltränke dabei haben. Also gebe ich einen Heiltrank ab. Und nehme dann jetzt hier an dieser Stelle kein weiteres Proviant mehr auf. Du richtest ein kurzes Gebet an die Göttin Ischia und bittest darum, dass sie die Seelen der Gefallenen aufnehmen und behüten möge. Dann steigst du vorsichtig und mit gezogener Waffe die Stufen zur Tür des Lagerraums hinauf. Behutsam drehst du den eisernen Türgriff und öffnest das schwere Portal ein kleines Stück weit. Durch den Spalt kannst du einen stetigen Strom feindlicher Truppen sehen, die nahe am Brückenturm vorbeimarschieren. Sie dienen als Verstärkung für den Kampf am Dunnenstein. Dir direkt gegenüber siehst du eine weitere schmale Steintreppe, die zur oberen Turmebene führt. Als der Strom der Verstärkungstruppen für einen Moment abreißt, schlüpfst du rasch zur Tür hinaus und eilst die Treppe hinauf. Lies weiter bei 242.
Als du das obere Ende der Treppe erreicht hast, läufst du geduckt an der zinnbewehrten Brustwehr entlang, um die Vorgänge auf der Brücke unter dir zu beobachten. Der Zugang zu den Brückentürmen und der Weg zum Dornstein sind übersät mit den Überresten einer Schlacht, die hier kurz nach Sonnenaufgang stattgefunden hat, nachdem der Feind seinen Überraschungsangriff auf die Alema-Brücke gestartet hatte. Zwar wurden die Brückenwächter überrumpelt, doch kämpften sie dennoch heldenhaft und konnten mehrere Stunden lang standhalten, bevor sie schließlich vom Feind überrannt wurden. Die Brückenstraße ist übersät von zerstörten Wagen und zerstreuten Frachtgütern und getränkt von dem Blut derer, die in den frühen Morgenstunden hier erschlagen wurden. Ein nicht enden wollender Strom feindlicher Nachschubtruppen bahnt sich in diesem Augenblick einen Weg durch die Trümmer zur Brückenmitte, wo auf dem Dornenstein ein erbitterter Kampf tobt. Du siehst dich um und bemerkst zwei höher liegende Laufgänge, die parallel zu beiden Seiten der Brücke verlaufen. Zwar beherrschen die feindlichen Truppen die Brücke, aber nur wenige von ihnen benutzen diese erhöhten Überwege. Das ist deine Chance. Schnell und lautlos überquerst du den Bogen des Torhauses und schlägst den Weg über einen der Laufgänge ein. Ohne größere Schwierigkeiten lässt du den ersten Brückenabschnitt hinter dir und erreichst ein Tor am nächsten Brückenturm. Leider ist das Tor verriegelt und dir bleibt keine andere Wahl, als dich auf die Straße hinunter zu begeben, um von dort aus zu versuchen, den zweiten Brückenabschnitt durch den Torbogen zu erreichen. Indem du die umgestürzten Wagen und ihre verstreute Ladung als Deckung benutzt, gelangst du schließlich ungesehen zu den Bogentürmen am anderen Ende dieses Abschnitts. Gerade hast du angehalten, um dich hinter einem umgestürzten Handkarren und seiner verstreuten Fracht aus Fässern zu verstecken, als du zwei Giak bemerkst, die aus dem Schatten des zweiten Torbogens treten. Sie sind gerade dabei, ein Fass zu einem großen Loch in der steinernen Brückenbrüstung zu rollen. Nachdem sie es in den Fluss geworfen haben, kehren sie um, um ein weiteres Fass zu holen. Diese Fässer gleichen denen, hinter denen du dich gerade versteckt hältst. Als du eines davon näher in Augenschein nimmst, entdeckst du an seiner Seite ein gelbes Hinweisschild aus Pergament, auf dem in leuchtend roten Buchstaben steht: Sprengstoff Klasse 2. Mit Vorsicht zu behandeln. Explosiv und entflammbar. Sofort wird dir die Bedeutung dieser Fässer klar. Sie enthalten Sprengpulver. Dies ist keine gewöhnliche Fracht und war sicherlich auch nicht für den Markt bestimmt. Die Fässer wurden von Prinz Pilitars Männern einzig und allein zu dem Zweck hergeschafft, einen Teil der Brücke zu sprengen und so den Feind am Vorrücken zu hindern. Doch bevor sie die Fässer platzieren und zünden konnten, müssen die Pioniertruppen des Prinzen vom Feind überrannt und zum Dornstein zurückgedrängt worden sein. Aus einem zugestopften Loch in der Seitenwand eines der Pulverfässer hängt ein Stück graue Kordel. Es handelt sich um eine Lunte, abgemessen, zurechtgeschnitten und bereit zur Zündung. Besitzt du einen Feuerstein oder eine Zunderschachtel, die einen Feuerstein enthält, und willst Feuer an die Zündschnur legen, lies weiter bei 544. Wenn du keinen Feuerstein besitzt oder die Lunte nicht anzünden willst, lies weiter bei 359. Ja, wir haben hier gar keine Wahl, wir haben keinen Feuerstein. Das würde mich jetzt mal interessieren, wo man den hätte finden können. Also lesen wir weiter bei 359. In deinem Versteck wartest du auf eine Gelegenheit, weiter vorzurücken. Ein Trupp Giak, der sicher als Verstärkung zum Dornenstein entsandt wurde, eilt nah an dir vorbei und aus der entgegengesetzten Richtung kommt ein stetiger Strom von Toten und Verletzten, die auf Barren zur Alema Mitra zurückgetragen werden. Mit jeder Minute, die verstreicht, verstärken sich die feindlichen Aktivitäten und es ist zu gefährlich für dich, noch länger hier auf der Brückenstraße zu verweilen. Nur auf den hochgelegenen Wehrgängen entlang der Brücke befinden sich keine feindlichen Truppen, aber du siehst nirgendwo Treppen in der Nähe, die dort hinaufführen. Um diese Wehrgänge zu erreichen, musst du an der hohen Brüstungsmauer hinaufklettern. Wenn du ein Seil besitzt, lies weiter bei 377. Besitzt du diesen Gegenstand nicht, lies weiter bei 491. Gut, dass ich eben nicht beide Seile weggeschmissen habe. Wir benutzen das Seil, lesen weiter bei 377. Du holst dein Seil aus dem Rucksack und wickelst das Ende um ein loses Stück Mauerwerk. Dann schleuderst du den befestigten Steinbrocken hoch durch eine der Schießscharten der Brustwehr und ziehst hart an dem Seil. Der Stein verkantet sich zwischen den Zinnen und rührt sich nicht mehr. Sobald die Aktivitäten des Feindes etwas abgenommen haben, erklimmst du die Mauer und ziehst dich auf den Wehrgang. Schnell rollst du das Seil auf und verstaust es wieder in deinem Rucksack, während du auf dem Turm am Anfang des dritten Brückenabschnitts zuläufst. Lies weiter bei 214.
Okay, dieser Abschnitt ist noch ein bisschen länger, aber dann steht wieder eure Entscheidung an. Das ist der letzte Abschnitt, den ich heute lese. Das Tor ist unverschlossen und es gelingt dir, den Turm ungesehen zu betreten. Rasch durchquerst du das Gebäude und rennst über den Laufgang des dritten Brückenabschnitts bis zu den nächsten beiden Türmen und den Torbögen, die den Zugang zum Dornenstein sichern. In einem engen Tunnel, der durch den nächstgelegenen Turm führt, hältst du kurz an, um einen Blick auf die Schlacht zu werfen, die auf dem gepflasterten Platz unter dir tobt. Im Zentrum dieses prächtigen Platzes liefern sich die Soldaten Prinz Peletas ein tödliches Gefecht mit den Sturmtruppen des schwarzen Lords Zagana. Der Feind ist in der Überzahl und versucht, durch die Reihen der Männer des Prinzen zu brechen. Doch Peletas Soldaten kämpfen wie die Löwen und halten ihre Gegner in Schach. Inmitten von Rauch und Schlachtgetümmel siehst du den Prinzen im Kampf mit einer riesigen, reptilienhaften Kreatur. Es handelt sich um einen Gurgas, einen furchterregenden Bewohner der Markensümpfe. Zagana hat diese mörderische Bestie damit betraut, den Angriff auf die Alema-Brücke anzuführen. Und zwar aus zwei Gründen. Nicht nur ist der Gurgas ein furchtloser und gnadenloser Gegner im Nahkampf, er verströmt auch einen Duftstoff, der die Giak in einen wilden Kampfrausch fallen lässt. Unter dem Einfluss dieses geruchlosen Stoffes kämpfen sie, ohne zu ermüden oder auf ihre eigene Sicherheit zu achten. Aufrecht auf seinen kräftigen Hinterbeinen stehend, überragt der Gurgas die anderen Kämpfer der Schlacht und führt seine gewaltige schwarze Streitaxt mit schrecklicher Wirkung. Prinz Peletas Silberrüstung glänzt wie ein Spiegel in der Morgensonne. Sein weißer Waffenrock ist mit einem geflügelten Pferd, seinem persönlichen Wappen, bestickt. Und sein messerscharfes Breitschwert zieren die stolzen Symbole Sommerlunds und des Hauses Ulnar. Peletas scheint den mörderischen Zweikampf gegen den grausamen Gurgas zu gewinnen, bis ihm plötzlich ein Pfeil trifft. Das Giak-Geschoss hat die Kettenpanzerung unter seiner rechten Achsel durchschlagen. Und dein Herz setzt für einen Augenblick aus, als du siehst, wie er aufschreit und ins Straucheln gerät. Als der Gurgas spürt, wie nahe nun der Sieg ist, holt er zu einem mächtigen Hieb aus, um seine gewaltige Axt auf den Helm des Prinzen herabsausen zu lassen. Doch einer von Peletas Männern stößt ihn zur Seite, als die schwarze Klinge niederfährt. Sein rasches Eingreifen rettet seinem verwundeten Herrn das Leben, er selbst jedoch büßt seinen rechten Unterarm ein, als die Axt mit brutaler Wucht aufschlägt. Durch Peletas Verwundung wendet sich das Blatt nun zugunsten des Feindes. Wenn du dich den Männern des Prinzen anschließen willst, bevor diese gezwungen sind, sich vom Dornenstein zurückzuziehen, musst du dich beeilen. Von deiner Position im Turmgang aus siehst du zwei Möglichkeiten, auf den Platz hinunter zu gelangen. Der erste Weg führt über eine breite Marmortreppe. Die zweite Gelegenheit bietet ein Frachtseil, das an einem Seilzug an der Turmwand herunterhängt. Wenn du die Treppe hinuntersteigen willst, lies weiter bei 256. Willst du lieber das Seil benutzen, lies weiter bei 115. Okay, das ist wieder die Entscheidung für euch. Entweder die Treppe hinuntersteigen oder das Seil benutzen, um den Männern des Prinzen anzuschließen. Ich finde es super spannend und bin froh, dass ihr euch jetzt entscheiden müsst und nicht ich. Wählt ihr die Treppe oder das Seil? Ich bin gespannt. Es geht in 2 Tagen weiter. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr hier mitmacht. Das macht mir super viel Spaß. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Buch noch entwickelt und wann wir in der Stadt Holmgard ankommen. Ob wir jetzt überhaupt diese Schlacht überleben. Bis zum nächsten Mal, eure Chrissy.